Servus, der Marc vom Pilsisch für Wienischen. Bei mir ist die Lena. Lena aus Melk für ein Snake Eis. Darf ich deine Zunge einmal kurz filmen? Die haben wir schon angezeichnet gerade eben. Zunge und Herz sieht man bei dir auch. Du hast so eine Herzelzunge, das heißt bei dir geht die Zunge, das Zungenherz so ein bisschen nach innen geformt. Wie so ein Herz, das man das so nach innen zeigen würde. Von der Form. Und da muss ich eben schauen, dass wir kein Zahnsplit kriegen. Aber das schaffen wir schon, machen wir keine Sorgen. Angezeichnet habe ich es dir. Ich habe dir auch schon erklärt, diese Dominanz der Zunge, links, rechts, dass das einfach immer Thema ist. Dass man oft einfach merkt, dass eine Seite etwas mehr nach vorne drückt als die andere. Das liegt eben einfach rein an der unterschiedlichen Muskelstärke von der Zunge. Das ist also ganz normal. Oder für die Videozuschauer, die da jetzt reinklicken, dass die auch wissen, warum das alles heißt. Also es gibt kein Snake-Eis, was 100% gerade ist, weil die Zunge immer eine dominantere Seite hat. Mit der Zeit, aber wenn du vom Spiegel ein bisschen übst, kannst du sogar die Kugeln einzeln ansteuern und kannst echt üben, mit den Kugeln zu wackeln. Das ist ganz lustig. Schaffen nicht alle, aber die meisten schon, wenn sie es üben vom Spiegel. Den einen Muskel einfach aus den anderen, dann sieht das ganz cool aus. Und ja. Wenn ich es auch nicht schlimm, wenn du keine Lust hast, das sind das keine Sachen, die man können muss. Ich wollte es mir kurz erklären. Dadurch kann man dann auch, wenn es nicht ganz gerade aussieht, das auch ein bisschen optisch ausgleichen und das ansparen dazu. So. Geht's los? Ja. Bist du schaut? Ja. Gut. Zunge aus. Das ist ein sehr kurzer Stich bei dir, du hast die Zunge schön stark, schmal im vorderen Bereich. Schlucken, da kommt schon das sauber raus, gell? Das ist, speichert man oft ein bisschen mehr. Super. Einmal kurz zum Zumachen, einmal schlucken. Alles okay? Ja. Wie fühlst du dich? Ja. So, einmal zeigen bitte. Yes, da ist es. Sehr, sehr cool. Snake Eyes, sehr cool geworden. Wirklich fein. So, dann zeigst du dir im Spiegel, dass du es einmal kurz in Ruhe für dich genießen darfst. Und gefällt es dir? Ja. Du kannst schon spielen damit so ganz gut, gell? Eieieiei, die fängt schon früh an, du. Das geht echt schon los bei dir. Ja, da merkt man, hat schon jemand Freude damit. Ist immer voll krass, manche Leute können schon voll von Anfang an richtig gut arbeiten und andere sind so echt kurz Grobmotoriker, so, Zunge, wie geht das jetzt und sonst was. Also es ist selten, dass man das schon gut kann. Reden geht, glaube ich, auch ganz gut bei dir, ne? Ja, super. Ja. Der lange Stab ist natürlich ein Handicap, klar, der nervt brutal. Denk dran, wir haben mal die Betäubung reingesprüht. Auch die nervt natürlich, dass wenn die in 10 Minuten weggeht, kommen nicht Schmerzen nach, sondern dann kommt es eher Kontrolle nach. Dann hast du eigentlich ein besseres Feeling. Also wenn die Zunge quasi jetzt ein bisschen die Schwellung runtergeht, fühlt es sich für dich besser an, wenn die Betäubung weggeht, dann hast du mehr Gefühl gleich wieder. Dann kommt die Schwellung, klar, dass die ersten Tage sind komisch, wenn die Schwellung dann weggeht, dann wird alles cool. Aber ich merke schon, du und Snake Eyes funktioniert gut. Das merkt man immer gleich, weil die Leute harmonieren gleich mit dem Piercing. Du darfst alles essen und trinken, auch Milchprodukte. Alkohol in Maßen, keine harten Sachen. Brauchst du? Mhm. Wenn es geht, 3 Tage wenig oder gar nicht, wäre mir recht. Und bitte mal jede Zigarette in den Mund zu bringen. Ja. Und Pflege, Zähne putzen gründlich. Manuell, wie immer, elektrisch, wo du willst. Mit Lieblingszeit, das war ganz egal. Nur bitte dann Mundspülung von Pontolin nehmen. Da ist ein Messbecher drin, bitte 10 Milliliter nehmen, eine Minute lang spülen, ausspucken, fertig. Keine Produkte, 3 Listerin und sonst was, weil das alles alkoholisch ist, das nehmen wir also nicht. Und tagsüber, nach allem, was du isst, trinkst, küsst oder geraucht hast, bitte Mundspray nehmen. Bitte Mundspray nehmen, nicht den normalen Spray. Das heißt, die Spülung ist morgens und abends, 10 Milliliter, eine Minute lang, nach dem Zähneputzen. Und tagsüber nach Bedarf Mundspray, 10-15 Mal am Tag. Eishockey lutschen? Nein. Mhm. Kühle Getränke ja, eine Kugel Eis okay. Aber wenn du jetzt anfängst, Eishockey zu lutschen, wäre es ganz schlecht. Okay. Weil das natürlich einfach viel zu kalt ist. Mhm. Aber bitte nicht. Gott. Fragen? Ja, ich bin zufrieden. Das ist
ist schön, so mag ich das. Super, dann sind wir eigentlich fertig. Dann darfst du eigentlich alles wieder einpacken. Dann sage ich schon mal danke fürs Kommen. Danke fürs Stechen. Das muss ich dir mal zeigen, das ist so schön geworden, dein Piercing. Das ist immer richtig gut. Super. Cool. In diesem Sinne viel Freude damit. Grüße nach Melk und wir sind weg. Tschüss, Baba. So.